Ja, das ist jetzt das Ende vom Outlet, aber ich werde dieses Stück jetzt als erstes im Video bringen. Ich wollte viel, viel mehr für euch filmen, aber in den Geschäften wurde ich immer gebeten, dieses Handy auszumachen. Und viele Leute haben böse geguckt, wenn sie mit drauf sind oder dachten, sie wären mit drauf, wurde ich angesprochen. Und deswegen ist es so wenig geworden, es tut mir leid. Wir sind jetzt im neuen Münster Outlet und das sieht wirklich aus wie in Orlando. Berlin. Und was ganz wichtig ist, dass man auf dem Parkplatz ist, dass man auch Musik hört. Toll, ne? Ich find's schön. Michael Kors kenne ich. Das ist jetzt einer der vielen Eingänge hier. Und es ist wirklich wie in den Staaten. Und draußen habe ich gerade ein Schild gesehen, 30-70% Rabatt. Und das gefällt mir jetzt schon. Bis gleich. Pool, ne? Die Lieblingslocation sind die Toiletten und ich muss sagen, sehr hübsch geworden. Also ganz toll. Ja, wer filmt Toiletten nicht? Und sollte es mal regnen, geht einfach in diese Gasse, dann seid ihr sicher. Hübsch, ganz toll gemacht hier. So, jetzt habe ich schon Karl Lagerfeld, Armani, Gucci habe ich schon gesehen. Also alles Marken, die ich eigentlich gar nicht so trage, aber ich gehe mal rein, vielleicht finde ich ja trotzdem was Tolles. Tja, die Frauen sind schon weg, ne? Ach, das ist Polo Schild drin. Schild drin, Kinder. Mein Englisch. Hier, komm, hier. Wer ist denn da? Oder nein, da ist nicht Familie. Ja, das ist ziemlich viel und ziemlich toll hier. Ich gehe jetzt noch mal bei Jack Wolfskin rein. Ich war schon bei Mustang, habe mir bei Mustang 3 Hosen gekauft. Richtig toll. Und ab 3 Hosen kriegt man auch noch 30% Rabatt. Also hat sich wirklich gelohnt. Und bis gleich. Ja, die haben schöne Schuhe von Puma. Zeige ich euch mal die Schuhe. Da die. Ist das blau? Schwarz? Da. Die sind hübsch. Der Rest ist wie bei der Bundeswehr, die Schuhe halt fast, ne? So ein bisschen. Na gut. Die Frauen sind bei Esprit drinne. Und es ist toll hier. Immer wenn die irgendwo reingeht, dann bin ich nach Hause und laufen hier im Kreis. Also, ich wollte noch zu Under Amour, habe es leider noch nicht gefunden. Wir laufen hier im Kreis. Dahin, wo ich hin wollte, in meinen Shop, in meinen Laden. Da, Under Amour. Da werde ich bestimmt was finden. Mal sehen, wo die gleichen Frauen sind. Oh, das sieht doch schon toll aus hier. Guckt euch das mal an. Gleich sagen die wieder, hier darfst du nicht filmen. Machen Sie bitte das Handy aus. Also haben die jetzt so 99% alle gesagt. Ich habe die T-Shirt für mich schon gefunden, wenn ich irgendwann mal die Figur dafür habe. Haben wir. Hunkemöller. Für die Leute, die Spaß haben wollen, zu zweit. Egal ob Männchen oder Weibchen, ne? Also man kann das ja, alle können das anziehen. Mal gucken, wo die Frauen hin wollen. Das ist wie eine kleine Stadt hier, ganz toll gemacht. Super. Jetzt bin ich in Supertroy. Kennt das jemand? Das ist bei meiner Tochter total angesagt. Ja, Fashion pur, ne? Und sie mag da hinten diese T-Shirts sehr gerne da. Genau. Oder die da hinten? Ja, die da hinten, glaube ich. Jetzt wird's. Ja, aber gut. Ich habe mir bei Starbuck, darf den Namen ja nicht sagen, ein Cappuccino gegönnt. Und die Frau in der Kasse immer, der Nächste! Der Nächste! Groß oder klein! Also so richtig genervt und unfreundlich, oder? Ja. Danke, dass du was sagst, sonst denke ich, ich rede mit mir selber.